Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem PHP und MySQL Tutorial. Bevor wir anfangen können, den Code zu schreiben, brauchen wir einige Programme. Einmal brauchen wir einen Server, damit wir Apache starten können. Ich benutze den Web-Server, man kann aber auch zum Beispiel XAMPP benutzen. Ich finde, Web-Server ist sehr einfach zu bedienen und reicht für uns völlig aus. Webserver könnt ihr auf webserver.com, dann unter Downloads, entweder für das 32-Bit-System oder für das 64-Bit-System herunterladen und ganz einfach installieren. Dann brauchen wir noch was zu schreiben und dazu nehmen wir in diesem Tutorial Notepad++. Das findet ihr unter der Webseite notepad-plus-plus.org und dann einfach unter Download. Hier ebenfalls die neueste Version auswählen, am einfachsten den Installer herunterladen und das Ganze installieren. Wenn ihr beides gemacht habt, könnt ihr den Web-Server starten. Dann erscheint unten in der Taskleiste dieses Symbol. Mit einem Rechtsklick können wir die Sprache noch auf Deutsch einstellen, falls dies noch nicht geschehen ist. Mit einem Linksklick kommen wir in das sogenannte Menü. Es hat kein richtiges Overlay, sondern nur dieses kleine Menü. Wir gehen dann auf Apache, Service und Service starten. Nun ändert sich das Symbol unten auf Orange. Nun ist unser Apache Server gestartet. Als nächstes öffnen wir Notepad++, machen das als Vollbild und haben hier eine neue Textdatei. Als erstes schreiben wir uns in HTML die ganz normale Struktur auf. Wenn ihr die Grundstruktur so aufgebaut habt, könnt ihr mit Ctrl und S die Datei zum Beispiel auf dem Desktop speichern. Dazu wählen wir hier die .php-Datei aus und geben der einen Namen, zum Beispiel Beispiel Seite und speichern das Ganze. Im Body können wir nun anfangen zu schreiben. Das PHP deklariert man normalerweise im HTML-Text mit einem kleiner als Fragezeichen PHP. Dann ein Abstand, Tab und hier gibt man seine Anweisung ein. Hier kann man auch mehrere eingeben. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel. Schließen tun wir das wieder mit einem Fragezeichen und einem größer als. Das Ganze können wir natürlich auch in einer Zeile machen. Also kleiner als Fragezeichen PHP und dann hier den Befehl eingeben. Und das Ganze schließen wir wieder mit einem Fragezeichen und einem größer als. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Als erstes machen wir eine ganz normale Zeile in HTML. Zum Beispiel Zeile 1, HTML. Dann machen wir noch ein Slash br, um den Abstand zu machen. In eine neue Zeile machen wir jetzt ein kleiner als Fragezeichen PHP, wie wir das kennen. Und geben hier nun ein Echo. Der Befehl Echo gibt einen Text an den Bildschirm. Nun machen wir einen Anführungsstrich und geben dort einen Text ein. Zum Beispiel Zeile 2, PHP. Dann machen wir wie oben ein BR und machen wieder ein Anführungszeichen, also das Schlusszeichen. Nun kommt noch ein Punktstrich und dann das Fragezeichen und das größer als Zeichen. Das wäre nun die zweite Zeile in PHP. Das Ganze ist natürlich auch nicht als Einzahler, sondern als Mehrzahler möglich. Dazu machen wir jetzt zum Beispiel noch eine Zeile in HTML und machen hier dann wieder ein kleiner als Fragezeichen PHP und machen dann einen Abstand Echo Zeile 4 PHP. BR, Schlusszeichen, Strichpunkt und dann machen wir einen Abstand, dann noch ein Echo, Zeile 5, BAP, Slash BR, Strichpunkt und machen noch einen Abstand und hier können wir das Ganze zum Beispiel das schließen mit einem Fragezeichen und einem größer als. Es ist beides möglich. Nun speichern wir das Ganze nochmals. Jetzt gehen wir auf Datei, Speichern unter. Revamp installiert habt. Ich habe es jetzt unter Computer
lokaler Datenträger C unter WAMP gleich installiert und dort geht ihr auf www und speichert die Seite dort ab. Nun könnt ihr in euren Browser gehen und hier dann localhost slash die Seite, wie ihr sie benannt habt, .php eingeben. Dann sollte das hier so dargestellt werden, wenn ihr das so gemacht habt wie ich. Ist das nun der Fall, habt ihr eure erste PHP-Seite erstellt, auch wenn sie noch nicht so stylisch gut aussieht, aber wissen nun, wie wir eine Seite erstellen. Gehen wir mal zurück in unsere Datei. Um das Ganze strukturiert zu behalten und damit wir immer alles verstehen, müssen wir manchmal ein paar Kommentare hinzufügen. Kommentare werden nur im Quellcode angezeigt, also im Scriptcode und nicht auf der Webseite eingeblendet. Ein Beispielkommentar ist, mach mal mit einem Slash, Slash, also einem Doppelslash und dann den Text, zum Beispiel Zeile 1, Info bearbeiten. Das ist nun auf der Zeile und wir sehen das nur hier im Notepad++ und nicht auf der Seite. Falls wir einen Kommentar über mehrere Zeilen machen können müssen, ist das auch kein Problem. Wir machen einfach ein Slash, ein Sternchen und tippen dort irgendwas ein. Da können wir hier nur mehrere Zeilen benutzen und schließen den Kommentar wieder mit einem Sternchen und einem Slash. Wir können das mal speichern, wieder in unseren Browser gehen, aktualisieren und wir sehen den Code auf der Seite nicht. Das war's eigentlich schon mit dem zweiten Teil. Ihr wisst nun, wie man einen Text schreibt und Kommentare macht. Im nächsten Part geht es dann um ein paar Datentypen.